Punkt 10, jeden Tag ein Trade. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem täglichen Trading-Webinar. Wir haben Mittwoch, den 12. Juli. Auch heute möchten wir zusammen mit Ihnen natürlich die Märkte screenen, Trading-Ideen finden und auch Ihre Fragen beantworten. Obligatorisch natürlich auch unser Risikohinweis. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Admiral Markets mit Hebelprodukten handeln. Der Hebeleffekt kann für, aber natürlich auch gegen Sie arbeiten. Alle Informationen, auch die unseres Moderators, bitte nicht als Anlageberatung missverstehen, sondern wirklich als Informationsangebot. Die Handelsentscheidung treffen Sie dann selbst und in Eigenverantwortung. Heute ist Mittwoch. Normalerweise würden Sie mit Heiko Behren durch das Webinar leiten und er würde Sie durch die Märkte führen. Aufgrund seines Urlaubs wird er aber vertreten von unserem lieben Jochen. Hallo Jochen, du bekommst jetzt den Monitor von mir und dann können wir eigentlich auch direkt loslegen. Dann können wir auch quasi starten. Ich habe schon gesehen, du hast heute auch wieder ein bisschen Zeitdruck, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Georg. Ja, Zeitdruck. Ich werde nicht jünger, ne? Ich habe ständige Arzttermine und es ist wirklich doof, hier in Deutschland einen Arzttermin zu bekommen als normalversicherter Mensch. Ich bin nicht privatversichert, deswegen dieser Zeitdruck. Aber wir machen ja manchmal auch länger, dann gleicht sich's aus. Erstmal guten Morgen in die versammelte Runde und ja, ich vertrete halt nochmal Heiko. Für alle Heiko-Fans, ab nächster Woche müsste er wieder da sein oder im Einsatz sein. Okay, ganz kurz bevor wir anfangen, wegen Trading-Ideen oder generell dem Marktgeschehen, wir haben einige wichtige Nachrichten heute. Also für alle Cable-Fans, so in 41 Minuten hier auf dem Forex-Kalender von Admiral Markets, Arbeitslosengeldbezieher kann durchaus, sag ich mal, den Markt in Bewegung bringen. Das gleiche gilt für US-Dollar-Kanadische. Wir haben Bank of Canada Zinsentscheid, also immer ein Thema, Zinsentscheide, wenn es um Währungen geht. Und sehr, sehr wichtig, ich denke vielleicht für die Allgemeinmärkte ist diese Yellen-Rede vom Kongress, ja, um 16 Uhr. Okay, wenn wir Pech haben, dümpelt der Markt vielleicht nur daher bis 16 Uhr oder je nachdem. Und danach geht es richtig los, ja. Ist ja immer so ein Punkt, wo ich Sie bitte darauf zu achten, dass man sich dann eventuell nicht verkämpft, gerade wenn man auf den kleineren Zeiteinheiten gern unterwegs ist und der Markt stillsteht. Das ist extrem frustig. So, wir gehen zum Chart und Moment, ich muss hier mein Gemale wegmachen. Und bevor wir nochmal auf die Ideen zu sprechen kommen, lassen Sie uns kurz die Trades angucken, die wir jetzt gemacht haben, von Dienstag ab oder sogar von letzter Woche an. Ich habe im Euro-US-Dollar einen langfristigen Trade sehr, sehr schön hier nach Hause holen können. Man sieht es, ich bin hier aus der Korrektur des Aufwärtstrendes in die neue Bewegung mit eingestiegen. Das Ziel von diesem Trade war, möglichst über den Bereich der 1,14 oder etwas höher zu kommen. Nochmal ganz kurz zur Vergegenwärtigung, das große Bild hier. Man sieht, dass sich der Euro-US-Dollar untergeordnet mit einem Aufwärtstrend hier über wichtige Hochs des ehemaligen oder beziehungsweise des Abwärtstrends, des ganz großen schiebt und eventuell sogar bis in diesen Bereich vorstoßen könnte. Nun ist es so, ich habe den Trade vorhin geschlossen. Ich zeige nochmal ganz kurz, warum. Für mich sehr unbefriedigend hier, ja, mein Gott. Ich hätte eigentlich einen Stop nachziehen müssen, kam aber nicht dazu. Nochmal, ja, man schläft ja irgendwann und Rechner war aus, deswegen konnte ich es nicht entsprechend auch automatisch trailen. Aber ich bin heraus. Ich habe den Trade komplett aufgelöst, habe hier ein 1 zu 3 CRV gemacht. Also das Risiko war 30 Euro, der Ertrag sind knapp 100 Euro gewesen, wenn ich jetzt mal in Euros rede, und zwar als Idee für den einen oder anderen. Man muss nicht mit riesigen Positionen arbeiten und, sag ich mal, man kann denen auch ein nettes Geld verdienen. Ja, ist ja immer so die Message, die ich bringen möchte. Also der Trade ist beendet hier. Man sieht auch, ich habe hier einen Trendbruch drin. Als ich das sah, habe ich den Trade deswegen zugemacht. Hier läuft die Korrektur und mal sehen, ob der sich vielleicht nochmal aufbaut, gerade wenn die Frau Yellen spricht und dass man später in den Markt nochmal mit einsteigt. Georg, ich bin so frei, gehe jetzt rüber zum DAX. Ja, ich denke, der ist gewünscht, ne? Auf jeden Fall, natürlich. Auch hier hatten wir einen Trade gestern noch vor dem Webinar bin ich den eingegangen. Das wurde ein richtiges kleines Profitmonsterchen. Also ich bin von oben mit bis hier runter an der Tiefstelle. Dieser Bereich entging mir, weil ich im privaten Trading da unterwegs war. Ich war am Dow Short ganz kurz. Wir gucken uns den Markt auch gleich an gestern. Das war ein Fest und es ist brutal, wie die Märkte gerade verlaufen. Da gehen wir auch noch ein bisschen drauf ein. Im DAX haben wir einfach folgenden Punkt vom größeren Bild her mal abgeleitet. Für mich ist hier ein Trendbruch drin. Ja, also der Aufwärtstrend, der hier lange Zeit kam, nochmal hier hochging, das Tief hier ist unterschritten. Das heißt, für mich ist der Trend auf dieser Trendgröße gebrochen. Ein gebrochener Trend hat oft die Angewohnheiten hin und her
zu handeln, ohne klare Strukturen auszubilden, oder dass es eine Zeit lang braucht, bis der weiß, macht er jetzt wirklich einen Abwärtstrend oder baut er sich wieder auf, um den großen Aufwärtstrend nach oben zu führen. Genauso verhält sich auch der Markt, wenn wir hier auf der Stunde mal hinschauen. Es ist schon heftig, welche Schwankungen hier drin sind. Und ich bin gestern short gegangen, weil ich untergeordneten Abwärtstrend hatte auf der Stunde und mir sagte, okay, ich versuche das jetzt, ob ich hier nicht vielleicht mehr oder weniger die Tiefzonen abrasieren kann. Ja. Und man sieht, wie lange das gebraucht hat, bis der Markt endlich mal Anstalten machte, das zu tun. Und sofort wird die ganze Geschichte wieder hochgekauft. Jetzt verstehen Sie auch, warum ich Teilverkäufe mache, gerade in solchen Marktphasen. Hier war der letzte und das war viel, viel besser als ein Trading Stop. Und im Moment ist es einfach hier bei der 12.500, ist wirklich eine entscheidende Geschichte. Wenn der Markt drüber kommt, also wenn der DAX es schafft, die 12.500 zu nehmen und zu halten, könnte ich mir vorstellen. Wir sehen die Hochs nochmal. Da müssen wir mal gucken, wie sich der Markt weiterhin aufbaut. Also die 12.5 ist eine wichtige Marke und das letzte Hoch ist Vortageshoch hier um die 12.540 um den Dreh. Das könnte dann durchaus angesteuert werden. Danach, jetzt idealerweise, sollte eine Korrektur kommen. Nochmal, ich weiß nicht, ob es so kommt, aber es wäre ein schöner Aufbau. Wenn die 12.500 nicht überschritten wird, kann es gut sein, dass hier das Spiel weitergeht. Ja, dass der Markt sich sehr, sehr unsauber aufstellt und sehr, sehr schwankend ist. Ich sage es nochmal, in so einem Markt hilft nichts, außer du kommst von den Extrema. Mittendrin haben die meisten ein sehr, sehr schweres Leben. Also das ist so die Idee für den DAX heute, im Moment an der Stelle jetzt krampfhaft long zu gehen auf den kleineren Zeiteinheiten. Ich weiß nicht, ich habe mir das vorhin angeguckt. Wir haben zwar einen Aufwärtstrend, man könnte es versuchen, ja, aber ich wäre hier sehr, sehr schnell mit dem Stoppen. Also wenn ein Trade nicht in die gewünschte Richtung loslegt. An der Stelle gebe ich ganz kurz zum Georg zurück. Okay, Jochen, wenn du möchtest, dann können wir uns Wunschmärkte anschauen. Wir hätten einmal den britischen Pfund US-Dollar im Angebot. Genau, machen wir gleich. Entschuldigung, ich habe noch vorhin gesagt, der Dow. Schaut euch das mal an, ja. Also gestern hier, ich konnte hier relativ gut traden, ein bisschen später, aber ich war gut dabei. Ist jetzt hier keine Aufzeichnung, es war auf dem privaten Konto. Der Witz ist aber, der Markt revidiert sofort die ganze Strecke, die runterlief. 100 Punkte runter, 100 Punkte hoch oder sogar mehr hier. Ne? Also willkommen im Club. Hier musst du wirklich schnell sein und Sie wissen es, ich predige das immer wieder. Achtet auf die Aufstellung des Marktes. Das klassische, manche würden sagen Seitenphase, manche würden sagen Korrektur. Hier wird rumbaldowert, ob der Markt es schafft, den Aufwärtstrend weiterzuführen und der Aufwärtstrend ist hier intakt. Hier ist nichts gebrochen oder so. Ja. Oder ob er eventuell durch die Tiefs marschiert. Und ich denke, wenn er das macht, sind wir weitere Bewegungen. Okay, wir gehen rüber zum Cable. GBP US-Dollar. Lass mal sehen. So, hier bin ich. Wir hatten den gestern auch angesprochen und ich meinte, vom großen Bild ausgehend, ist es für mich definitiv ein Aufwärtstrend. Ja, kann man diskutieren, wie man will, muss man nicht. Es ist eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs. So. Was hier lief, war die Korrektur, der Abwärtstrend. Was wieder nach oben steigt, ist nichts anderes als die Fortsetzung eines bestehenden Aufwärtstrendes. So, läuft punktgenau an den Hochbereich heran, hier wieder. Ne? Deswegen in den Hochs arbeiten, ich sage es immer wieder dazu. Die meiste Zeit ist das die Falle vom Anfänger. So, was jetzt hier wieder runterläuft, ist nichts anderes als eine Korrektur. So, ist auf der Woche. Okay, gehen wir näher ran, sehen wir auch, wie das Ganze gestaltet ist, teilweise sehr unschön, ja, aber man erkennt es hier, dieser Abwärtstrend, was die Korrektur war, wie wir es gerade eben angesprochen haben, die neue Bewegung hoch und jetzt läuft hier wiederum, ja, eine Bewegung runter. Der eine oder andere technische Analyst sagt, ja, guck mal, ist ein W, perfekt, der könnte nochmal kommen, ich sehe es genauso, also ich bin hier eher auf der Suche nach Long-Signalen, als dass ich Short gehen will. Habe aber das Problem, dass ich auf dem Tageschart hier, zumindest untergeordnet, einen Abwärtstrend gegen mich stehen habe. Also mit Long gehen im Moment, auch wenn ich runtergehe auf die Stunde, ist wenig. Ja? Und für Short gehen, ich sage es nochmal, ich habe eher den Eindruck, es ist ein korrektiver Lauf, der sehr, sehr schnell Gegenläufe erfahren kann. Ich bin hier auf der abwartenden Seite, wird man die Nachrichten genau angucken. Und erst, wenn ich halbwegs ein gutes Wechselsignal entdecke, in diesem Markt würde ich versuchen, in die Long-Richtung zu gehen. Achtung, nochmal, wenn der Markt einfach durchrutscht, ne? Ich sage es immer wieder, das darf er machen, weil meine Meinung oder meine Ideen interessieren den Markt null.
Ich liege oft richtig, aber ich liege auch oft falsch. Und deswegen, ich betone immer wieder dazu, die Ideen, die man haben kann oder entwickeln kann, muss man abgleichen mit dem Aufbau des Marktes in diesem Moment, vor allem, wenn man auf den kleineren Zeiteinheiten ist. Und ganz wichtig, der Stop. Ja. Also nochmal, ich sehe hier einen Abwärtstrend und der kann noch tiefer kommen. Und da muss man eben überlegen, wie er sich aufbaut, ob man in die Long-Richtung gehen will. Wenn der komplett durchrutscht, okay, kann auch sein, das ganze Szenario wird zerlegt. Also ich betone extra immer das Risiko. Ich bin kein Guru, ich kenne die Zukunft nicht und es ist auch gar nicht Thema in meinem Geschäft. Okay, Georg, zu dir. Okay, Jochen, dann können wir uns gerne die nächsten Märkte anschauen. Und zwar, das Öl ist gefordert, also BTI oder Brent. Genau. Und ich habe mich ja standhaft geweigert, den Markt gestern zu traden. Da war hier noch eine rote Kerze zu sehen an der Stelle und meinte, ja, ich erkenne hier einfach eine Problematik. Also wir haben einen Abwärtstrend hier drin. Jeder kann ihn sehen. Achtung, vom großen Bild, ja, wie der eingebaut ist, ist das nicht der Abwärtstrend des Jahrhunderts, dass jetzt Öl auf Null fällt. Was eh Blödsinn ist, ist es ein Rohstoffmarkt, ja. Aber der untergeordnete Abwärtstrend wurde hier rausgenommen. Also gebrochen. Was hier gerade am Entstehen ist, ist nichts. Du hast weder einen Abwärtstrend, noch hast einen Aufwärtstrend. So, und entsprechend kann es hier hin und her gehen. Das ganz kurz am Rande bemerkt, dass der Markt jetzt Sprünge macht in die eine oder andere Richtung, macht jemand völlig fertig, der das nicht hören will, dass hier noch keine gescheite Trendlage ist. Ja? Er bedauert, dass ihm die Punkte entgangen sind. Der Witz ist aber, man muss sich ja immer fragen, ja, wie bekomme ich denn die Punkte? Und die bekomme ich ja nur, indem ich ein gutes Signal habe, dass ich wiederholbar handeln kann. Also ganz ehrlich, in diesem Markt nach wie vor, er ist mir komplett entgangen, die ganze Zeit. Interessiert mich nicht, ich habe dafür andere Märkte. Aber ich muss sagen, wenn ich es von der Trendgröße betrachte, ist das nicht Fisch und nicht Fleisch. So schön die Bewegungen auch sein mögen. Das heißt, wenn man hier drin handelt, auf den, sag ich mal, kleineren Trendgrößen, okay, muss man aber auch gucken, ob er jetzt halbwegs eine Trendgeschichte im Rücken hat, sofern man Trendfolger ist. Wir haben hier einen schönen Wechsel drin. Man kann es sehen, ne? Aufwärtstrend auf der Stunde. Hier läuft eine Art Korrektur, jetzt hat der Markt relativ unruhig. Leute, ich sage es euch offen, ich habe hier keine Lust, irgendwie long zu gehen und auch keine Lust, short zu gehen. Schlagt mich dafür, dann entgeht man halt nochmal was im Öl. Aber es ist mir wurscht, dafür gibt es andere Märkte, wo man handeln kann. Ich entwickle hier keine Idee. Also wenn ich jetzt sage, ja schaut mal, das ist ja das Signal der Signale, der kann nur noch weiter nach oben gehen, ziehe ich automatisch den Kopf zwischen die Schultern, weil ich es wirklich nicht so sehe. Für short habe ich eine gegensätzliche Trendlage. Tut mir leid, ich finde hier nichts. Sorry. Zurück zu dir, Georg. Okay, Jochen, dann gibt es noch eine Frage, und zwar, ob du irgendwie eine Meinung hast, woher diese Ausbrüche, die da stattgefunden haben, kommen könnten oder gekommen sind. Hast du vielleicht eine Idee? Oder ja, ja, ja natürlich. Nee, die Frage kommt ja oft und die stellt man sich ja auch sehr oft, jetzt gerade am Anfang des Tradings. Und es gibt nur eine einzige Antwort darauf. Nochmal, man muss diese Antwort herleiten, damit sie verstanden wird und sie ist auch nicht provokativ oder böse gemeint. Der einzige Grund ist, und das ist der wahre Grund, dass hier mehr Verkäufer als Käufer waren. Das ist der einzige Grund. Und das wechselte innerhalb weniger Minuten, dass plötzlich mehr Käufer im Markt waren als Verkäufer. Willkommen an der Börse. Die Zuordnung eines Grundes, das ist, ja, wie will ich sagen, Mediengehabe. Es gibt keinen Grund, du wirst ihn nie herausfinden können. Oder hat irgendjemand von euch schon mal in die Ordermaske schreiben müssen, warum er gerade kauft oder verkauft? Das muss der Berufshandel auch nicht, somit ist es nicht nachvollziehbar. Wer was wann gemacht hat, es gibt nur eine Antwort. Es waren mehr Verkäufer als Käufer und plötzlich waren mehr Käufer als Verkäufer da. Damit musst du leben lernen, zumindest aus markttechnischer Sicht. Aber wenn man das mal akzeptiert hat, wird das Traderleben einfacher, man sucht gar nicht mehr nach Gründen. Okay. Und ob es eine Trump-Nachricht war oder nicht, das mag schon sein, dass manche Leute wegen Trump dann die Maus klicken. Nur bringt mir das als Trader null, weil ich kann es nicht zu meinem Vorteil nutzen. Oder kann ich mit Herrn Trump telefonieren? Ja, Gruß an die Ursula. Leute, ganz ehrlich, denkt mal drüber nach. Es mag sein, dass ein paar Leute wegen dem Herrn Trump oder wegen dem Sack Reis in China die Maus klicken. Aber daraus entstehen doch Reaktionen von denen, die das vielleicht nicht deswegen machen. Und somit ist mit Grund, also das ist passiert, weil, und dann ist das passiert nochmal, weil. Das passt so nicht. Das ist fachlich nicht korrekt. In Ordnung. Zurück zu dir, Georg. Okay, Jochen, dann können wir uns noch einen Wunschmarkt anschauen. Ein kleines bisschen Zeit haben wir ja noch. Und zwar wäre das als nächstes US-Dollar-japanische Yen.
Ja, mach mal. Nee, es ist so, ich verweise, auch einen Gruß an den Hans-Jörg, ich verweise auf mein Seminar. Da haben wir einen ganzen Tag. Hat nichts mit Werbung zu tun, sondern es ist so, die meisten privaten Trader haben eine Meinung. Die bilden sich eine Meinung und sagen sich, ja, der Markt, der kann ja gar nicht weitermachen oder der Markt kann dies nicht machen oder jetzt muss der Markt das und jenes machen. Und es ist genau die Denke, die zu nichts führt, ja. Und ob da jetzt lauter Market Orders im Markt waren, das stimmt so nicht, ja. Das stimmt einfach so nicht. Da muss man eben dann Orderbucheinblick haben. Und sogar da siehst du nur die 5 Zeilen oben und die 5 Zeilen unten im Orderbuch. Du kannst es nicht wissen, warum der Markt sich bewegt. Und übrigens keiner an der Börse, vor allem die großen Jungs, hätten Interesse daran, dass du es herausfindest. Ich verweise auf mein Seminar nochmal. Da dröseln wir das auf und jeder kapiert es dann auch. US-Dollar, japanische Yen, sehr interessanter Verlauf hier. Ich meinte ja die ganze Zeit, es ist denkbar, dass der Markt an dieses Hoch nochmal heranläuft, hier drüben, bei der 1,14, um die 1,14 rum. Und dass wir somit in diesem Moment eventuell einen großen Aufwärtstrend bekommen, also eine Art Trendwechsel vom großen Bild. So untergeordnet hat sich wirklich ein sehr schöner Trend hier hochgeschoben. Für mich war wichtig, dass der über diese Marke kam, hat er gemacht. So, und jetzt läuft der Punkt genau mal wieder in den Hochbereich. Und was passiert? Der Markt rutscht. Wir hatten es gestern auch noch im Webinar und ich wollte eigentlich nicht long gehen da oben und jetzt bin ich wirklich glücklich drüber, ja. So, also im Moment läuft hier eine Korrektur dieses Trendes. Es wäre also sehr, sehr interessant, ja, zu schauen, wie sich untergeordnet hier der Kurs aufbaut, ob der nicht vielleicht irgendwie bremst, sobald es in diese Korrekturzone geht, wo wir jetzt schon drin sind. Und dann würde ich ganz einfach, ganz locker auf Gegensignale warten. Ja? Also hier auf der Stunde haben wir einen intakten Abwärtstrend, würde ich jetzt nicht short gehen wollen. Also definitiv nicht. Long aber auch noch nicht. Wäre aber sehr, sehr interessant, wenn der plötzlich Anstalten macht, eventuell sich zu bewegen in diese Long-Richtung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn der Markt allerdings durchrutschen sollte, durch diesen Tiefbereich, also hier, und auch drunter schließt, ja, wäre ich vorsichtig vorerst mit Long-Engagements. Ja. Also ich würde hier in aller Ruhe abwarten wollen, wie er sich aufbaut, und dass man dann nochmal versucht, diesen untergeordneten Trend vielleicht nochmal in diesen Hochbereich zu führen. Kleiner Moment, vom großen Bild sieht man es etwas besser, was da eigentlich in der Luft liegt, nämlich hier, dass wir eventuell einen Aufwärtstrend bekommen. Ja. Das wäre wirklich top. Dann hätten wir nämlich die Fortsetzung von dem da drüben. Wäre gar nicht schlecht. Okay, muss man aber zugucken, wie sich's aufbaut, ne? In Ordnung. Zurück nach Berlin. Okay, Jochen, als nächstes hätten wir als Wunschmarkt den Euro-Stoxx-Index. Den kannst du dir gerne einmal anschauen. Den haben wir ja, glaube ich, sonst relativ selten. Also gerne da mal einen Blick drauf. Genau. Und nochmal einen Gruß an den Hans-Jörg. Er kann mich gerne über Facebook anschreiben oder über meine E-Mail. Ich gebe gleich meine E-Mail. Gebe ich ihm kurz. Kleinen Moment. Aber ich muss hier den Euro-Stoxx raussuchen. Moment. Moment, Moment, Moment. Wo haben wir ihn? Da ist er. Ja, haben wir schon länger nicht mehr angeguckt, stimmt. Ist ja ein beliebtes Pendant zum FDAX, was die Wertigkeit angeht und was die Verlaufsform angeht. So, schauen wir uns das nochmal genauer an. So, hier ist er. Und sorry, auch wieder vom großen Bild ausgehend. Wir haben einen Aufwärtstrend. Ich denke, jeder kann es sehen. Auch wieder Wahnsinnsanstiege hier überall drin, ne, wie wir es die letzten Wochen, Monate immer wieder gesehen haben. So, und hier kommt eine richtige, kräftige Korrektur rein. Achtet mal darauf. Ja? Kleinere Korrekturen. Hui, und die ist aber richtig da. Und was mir hier überhaupt nicht gefällt, ist, dass wir untergeordnet schon einen Abwärtstrend haben. Also, ihr seht es, ne? Das hier war der letzte Versuch. Nochmal weiterzumachen, stattdessen schmiert er ab. Vorsicht, ich würde hier nicht long gehen wollen. Und wenn, dann eher, sage ich mal, im begrenzten Zeitrahmen. Nun ist der Euro-Stoxx jetzt wirklich nicht der Markt, der durchfetzt am Tag mit hunderte von Punkten. Im Gegenteil, es ist ein sehr langsamer Markt. Somit ist es eigentlich prädestiniert, dass man etwas länger hält. Aber schaut mal hier, ne? Das Ding ist voll intakt, der Abwärtstrend. Auch wenn der schlimm aussieht, aber er ist noch intakt. Interessant würde es werden, wenn der Markt eventuell Wechselsignale ausbildet oder mal Brüche anzeigt, aber im Moment ist hier die Korrektur am Laufen und Achtung, es ist ein wichtiges Tief in der Nähe. Also es kann gut sein, der Markt wurstelt sich weiter runter und fischt die Tiefs und beginnt erst dann eventuell entsprechende Anstalten zu machen, nach oben zu gehen. Ja. Aber ich würde hier nach wie vor gucken, ob ich nicht Long-Signale bekomme durch einen guten Wechsel. Für Short, ihr wisst, es ist für mich im Moment nur eine Korrektur mit allen Charakteristika, die eine Korrektur haben kann. Ja, die ausgedehnten hier Seitwärtsphasen, dann gibt es ja wieder einen Rutsch, dann bist du glücklich so und dann geht der Hickhack wieder los.
Kommt immer darauf an, wie man handelt, ja, ob man es mag oder nicht. Aber es wäre so meine Idee für den Eurostoxx. Aber Achtung, Abwärtstrend ist zwar noch eine Korrektur, aber es ist ein Abwärtstrend im Moment. Okay. Jetzt schreibe ich kurz die E-Mail an den, oder Georg, könntest du dem Hans-Jörg eine Kontaktmöglichkeit zu mir einrichten mit einer E-Mail? Das können wir machen. Ich werde die E-Mail aufschreiben und dann können wir das gerne machen. Super. Jochen, ansonsten, wir sind ja jetzt zeitlich dann da, wo du quasi die Ja. Grenze gesetzt hast, dann also gerne deine abschließenden Worte und dann denke ich, beenden wir das Webinar langsam. Moment, ich schreibe gerade dem Georg die E-Mail von mir zur Weiterleitung. Also erstmal herzlichen Dank für die Co-Moderation, Georg, und auch an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, für Ihr Verständnis mit den doofen Arztterminen. Aber gut, wir sind jetzt, sage ich mal, in der Zeit gar nicht mehr so schlecht. So. Ich wünsche Ihnen Geduld. Nochmal beobachten Sie die Märkte bitte etwas genauer. Es stehen wichtige Nachrichten an. Diese Zinsgeschichten sind immer von einer gewissen Tragweite und der Markt kann entsprechende Bewegungen dann auch hinlegen. Sie sehen im DAX, wie ich es vorhin meinte, ne? Wichtig, dass er über die 12,5 kommt. Hier drücken die schon wieder runter. Und das ist auch wiederum eine Geschichte, nicht um Short zu gehen, nicht um Long zu gehen. Man muss von den Extrema kommen. Ich denke, dieser Zustand kann sich sehr schnell ändern, wenn entsprechende Wirtschaftsmeldungen kommen, weil die Reaktion mancher Marktteilnehmer dann im Markt passieren und dann die Reaktion der anderen erfolgen. So, ich wünsche Ihnen eine ruhige Hand, viel Erfolg und bitte halten Sie Ihre Verluste klein. Das ist Ihre Überlebensgarantie und irgendwann kommen auch die guten Gewinne, wo Sie dann wieder nach vorne kommen. In diesem Sinn, wir hören uns morgen um 10 Uhr und dann morgen Nachmittag im neuen Format um 15 Uhr. Dankeschön. Tschüss, Ihr Jochen Schmidt. Vielen Dank, Jochen, für deine Analysen. Liebe Teilnehmer, Sie haben hoffentlich viel von ihm mitnehmen können, von den Analysen. Den Jochen müssen wir jetzt schon verabschieden, deswegen also vielen Dank an ihn. Wenn Sie möchten, liebe Teilnehmer, dann können Sie natürlich gerne auch an unseren weiteren Webinaren teilnehmen. Wenn Sie neu bei uns sind, gerne heute um 16:30 Uhr die Einführung in den MetaTrader oder wenn Sie möchten, dann natürlich wieder morgen Punkt 10, dann auch wieder mit dem Jochen, der dann entsprechend wieder für Sie parat steht. Ansonsten, wenn es nach dem Webinar Fragen gibt, kommen Sie gerne auf uns zu, entweder per E-Mail oder per Telefon. Wir sind börsentäglich 9 bis 18 Uhr für Sie da. Sie können uns also gerne mit Ihren Fragen und Anliegen kontaktieren. Das Webinar haben wir aufgezeichnet, sollte in Kürze also auch auf dem YouTube-Kanal zur Verfügung stehen. Schauen Sie gerne noch einmal rein, wenn Sie die Analysen noch einmal hören möchten. Wir danken für Ihre Teilnahme und freuen uns wieder morgen von Ihnen zu hören auf Ihre Fragen und auf Ihre Wunschmärkte. Wir hoffen dann, dass wir auf so viele wie möglich eingehen können. Also bis dahin machen Sie es gut. Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Trades.